Das Dauerthema Bildung und Wissenschaft war wieder mal Gegenstand des aktuellen Dienstags der Steirischen Volkspartei. Gastgeber Bernhard Rinner konnte dazu eine hochkarätige Diskussionsrunde begrüßen. Wissenschaftsministerin Beatrix Kahl und die drei Grazer Universitätsrektoren Alfred Gutschelhofer, Josef Smolle und Hans Sünkel diskutierten vor allem über die Frage nach dem Stellenwert von Wissenschaft und Bildung in der heutigen Gesellschaft. Österreich hat sich schon vor Jahrhunderten einen hervorragenden Namen gemacht in Bezug auf Bildung und hat in den letzten Jahren auch massiv im Bereich Forschung Gas gegeben. Und parallel zu dieser Entwicklung hat eine unheimliche Wissensexplosion stattgefunden, sodass möglicherweise die gesamte Gesellschaft massiv überfrachtet ist mit Wissen und mit Möglichkeiten. Mit anderen Worten, das Verhältnis zwischen dem Wissensangebot und der Wissensnachfrage hat sich zugunsten des Angebots verschoben. Das ist genau das Gegenteil, wie es noch vor Jahrzehnten der Fall war. Und weil dieses Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage nun eine Schieflage erhalten hat, glaube ich, dass die Nachfrage nach Wissen eine eingeschränkte ist und das Stay Hungry eben nicht mehr gilt. Der Zug zum Tor ist gleichzusetzen mit Erfolg, nämlich den Mut zu haben, wirklich einen Erfolg zu wollen und diesen konsequent weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass dieser Drang an die Spitze aufgrund mehrerer Ereignisse nur eingeschränkt oder schaumgebremst vorhanden ist. Auch Wissenschaftsministerin Beatrix Kahl fordert einen höheren Stellenwert für die Bildung in Österreich. Bei uns hat scheinbar Bildung nicht den Stellenwert oder die Bedeutung wie in anderen Ländern. In anderen Ländern wie etwa in Asien erlebt man diesen Bildungshunger wirklich viel stärker als bei uns. Und es geht, glaube ich, darum, dass gegenüber der Bildung bei uns eine neue Werthaltung entstehen muss, dass die Bildung als etwas Wertvolles gesehen wird, dass Bildung nicht etwas ist, das nice to have ist, sondern ein Must ist. Und das muss auch Leistung im Bildungsbereich eine Rolle spielen, weil Bildung hat einen Wert, aber Bildung ist nicht etwas, wo man sich berieseln lassen kann, sondern da muss auch jeder Leistung einbringen. Ein möglicher Weg, die Wertigkeit der universitären Ausbildung zu heben, könnte die Wiedereinführung von sozialverträglichen Studiengebühren sein, wie auch die anwesenden Experten bestätigten. Sicher, man hört ja immer, was nichts kostet, ist nichts wert. Und das stimmt auch im Bereich der Bildung. Dort, wo Studiengebühren bezahlt werden, treten auch die Studierenden stärker als Konsumenten auf, als Kunden auf. Und das ist auch gut so. Sie fordern dann mehr, sie fordern zu Recht mehr ein. Und das würde ich mir auch in Österreich so wünschen. Studiengebühren sind durchaus ein vernünftiges Instrumentarium, wenn sie sozial verträglich gestaltet sind. Und ich glaube, dass das, was derzeit diskutiert wird, ein sehr sozial verträgliches Modell ist, nämlich rund 1.000 Euro pro Jahr einzuheben.